Hallo, meine lieben Wetterfreunde, hallo und herzlich willkommen. Ja, aktuell haben wir hier ein Gewitter in der Nähe und es scheint uns eventuell zu streifen oder auch ein Treffer zu werden. Wir haben heute den 16.07.2024. Ja, wir haben Warnstufe 2 ab von 16 Uhr bis 17 Uhr. Jetzt haben wir es 16:05 Uhr. Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und Hagel. Aktuell schaut das Ganze so aus: Streifschuss, Streifschuss. Diese beiden Pfeile hier. Jetzt ist die Frage, wie lange halten die Zellen durch? Ja, meine lieben Wetterfreunde, zurzeit können wir einfach in Sachen Wetter nichts filmen, weil einfach hier entweder alles kaputt geht oder vorbeizieht. Hier ist ja fast nichts Actionreiches zu filmen. Ingolstadt scheint in diesem Jahr viel Pech zu haben, was Gewitterlagen angeht. Genauso wie die letzte Nacht auf heute. Da hatten wir auch ja ein kleines Gewitter, was uns getroffen hatte, aber es war nicht blitzreich. Und der Starkregen hat sich halt natürlich auch im Grenzen gehalten. Ab 16 Uhr starke Gewitter. Also 50% Chance, 50-50. Also das heißt so quasi, ja, kommt's oder kommt's nicht. Ja. Und so schaut das aktuelle Radar aus. Heute ziehen in Ingolstadt Nachmittagsschauer und Gewitter durch. Abends gibt es noch einzelne Schauer. Das ist jetzt aktuell die Zelle. Na, Werbung brauchen wir nicht. Ja, aktuell ist sie bei Eichstätt. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es hier gleich rund geht, ja? Also die ist schon ordentlich blitzaktiv, das Teil. Ja, sieht wohl so aus, als können wir bloß wieder normale Gewitterstrukturen filmen, meine lieben Wetterfreunde. Aber wir schauen jetzt einfach mal nach draußen. Ihr seht es ja hier schon, ne? Wie das hier schon da von da aus ausschaut. Und dann sehen wir uns gleich draußen auf dem Balkon. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ja, aktuell sieht das jetzt hier so aus. Aus Richtung Nord. Das ist jetzt aus komplett Richtung Nord. Ihr seht es ja auch hier selber, wie es dort hinten wieder ausschaut. Aus Richtung Nord. Zelle ist genau dort hinten. Also der Bereich hier, wo es hier so dunkel ist. Ja, und so schaut das aktuell da hinten aus. Da kommt die Zelle eigentlich von dort her. Eigentlich ist ja Südwesten der Bereich hier, also wo diese vier Bäume sind, da ist Südwest. Da ist West und da ist eigentlich Nord, wo wir jetzt hier gerade hinfilmen. Also müsste es ja jetzt von dort hinten eigentlich herkommen, aus Richtung Nord, weil dort hinten ist ja die Zelle, da wo wir jetzt gerade hinfilmen.
ist aktuell ein Streifschuss. Also das zieht alles nördlich vorbei. Das sieht man ja auch über die Wolken. Die Gewitterwolken aus dieser Richtung ziehen. Die ziehen genau Richtung auf die Driften ab. Und das, was aus Richtung West da hinten kommt, da hinten sieht man schon einen leichten Regenvorhang aus dem Bereich da. Wieder mega geile Strukturen habe ich hier wieder. Oh, jetzt hat's geblitzt. Jetzt hat's genau aus dieser Ecke da oben geblitzt. Aber diese Strukturen, boah, das ist schon wieder mega geil, oh. Das schaut richtig gefährlich aus, dieser Batzen da. Oh, richtig geil, oh. Solche Gewitterwolken liebe ich. Die haben es richtig in sich da hinten. Boah. Ja, und da ist es richtig schwarz hier. Bloß hier steht der Baum im Weg. Sonst würde man mehr sehen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Also, so mega schöne Gewitterstrukturen filme ich immer gerne am liebsten. Ja? Aber natürlich wäre es halt schön, wenn natürlich mit Action mit dabei wäre. Ne? Ja? Also Starkregen, Sturmböen, Blitze. Wäre natürlich schon schön, wenn's mit runtergehen würde. Aber das scheint ja in diesem Jahr bis jetzt nicht zu zünden. Ja, das scheint immer alles vorbeiziehen zu wollen oder kaputt zu gehen. Das war ja bis jetzt letzte Nacht auch der Fall. Wir hatten nur so ein ganz schwaches Gewitter heute Nacht. Alle 15 Minuten hat es nur geblitzt. Blitze konnte man im Video nicht erkennen, deswegen habe ich es abgebrochen gehabt. Ich wollte es filmen, aber die Blitze waren nicht stark genug, um das auf die Linse drauf zu kriegen. Also das wäre quasi nur ein schwarzes Bild gewesen, was ihr dann die Nacht gesehen hattet. Also es zieht schon ziemlich... Ihr seht das ja selber. Nördlich da hinten. Wir haben immer Pech, meine lieben Wetterfreunde, was das jetzt schon seit April bis jetzt losgeht. Wir haben eigentlich jetzt schon Halbzeit in Sachen Sommer und bis jetzt ist hier noch nichts richtig runtergegangen. Das Gröbste ist bis jetzt ausgeblieben. Schon irgendwie zum Teil bin ich froh darüber, weil dann haben wir hier wenigstens keine Schäden, aber trotzdem wäre es mal ein bisschen hilfreicher, wenn wir mal ein bisschen Action hätten, ja, in den Dokus. Gar keine Frage. Aber ich kann es leider nicht herzaubern. Und ich kann es auch nicht beeinflussen. Das kann keiner. So wie es kommt, so kommt's. Es gibt halt mal Jahre, da haben wir einfach nur Pech. Dann haben wir auch Jahre, da geht es wieder voll ab. Ja, da kommt dann alle Woche mal was. Und es gibt auch mal Monate, da wo gar nichts passiert. Ja.
So, jetzt habe ich hier die mega geile Strukturen. Ihr seht es ja selber. Hier oben alles Kohlraden schwarz. Hier aus Richtung West. Mega genial. Da hinten die mega geile Struktur. Und dort hinten sieht man jetzt den Regenvorhang, den Regenstreifen. Den zeige ich euch jetzt mal. Seht ihr den? Und so schaut das aktuell aus, wenn ich jetzt mal ganz rauszoome. Schaut schon super aus, ne, die Struktur. Und genau das habe ich mir jetzt irgendwie gewünscht. Wenigstens ein kleiner Trost, wenn hier schon wieder alles vorbeizieht. Aber ihr seht das ja hier oben, also hier, dieser Bereich da, den tue ich jetzt auch mal. Ihr seht ja diese Wolkenfetzen. So Art eine kleine Shelf Cloud, eine ganz kleine Shelf Cloud zwischen diesen Wolken da oben, in dieses Dunkle. Ihr seht es ja auch hier, also der Bereich da. Aber wichtig ist ja natürlich, was dort hinten passiert jetzt, ne? Alter, Leute, schaut euch das mal von da hinten. Alter! Aus Richtung Nord. Boah, da hinten geht die Welt unter. Boah! Ja, da wo man es gerade hinfilmt, das ist Eichstätt und Ballengries. Und Riedenburg. Diese Bereiche dort hinten. Da zieht gerade richtig eine fette Wand rein. Alter. Das ist jetzt schon wieder auf der Autobahn A9, da hinten, das Gewitter. Das ist da hinten jetzt bei Kindinger Berg. Am Kindinger Berg auf der A9. So, wir haben aktuell eine richtige schöne dunkle Wand vor uns. Richtig schöne Strukturen. Und wenn ich das jetzt hier mal so beobachte, was da hinten sich da hinten abspielt, würde uns das leicht streifen. Das heißt, da kommt ja auch was Näheres reingezogen. So. Jetzt müssen wir mal schnell kurz was anders machen. Und zwar, wir müssen hier mal ganz schnell zumachen. Weil jetzt wird's windig. Ja, weil jetzt wird's windig. Sturmböen kommen. Sturmböen kommen. Es wird windig. Junge, Junge.
sag ja, wenn es ein Streifschuss ist, dann kriegen wir was davon mit. Und aktuell ist es ein Streifschuss. Jetzt kühlt es auch wieder schön ab. Dann kann man nachher wieder schön brav hier aufmachen zum Durchlüften. So, dort hinten schaut das jetzt so aus. Scheint sich jetzt nicht so ganz. Aber es ist ganz schön. Oh. Da, der Sonnenschirm macht sich auch selbstständig. Könnt ihr selber mal angucken. Sich. Oh, Jesus Maria. Ja. Jetzt werden wir mal abwarten, aber da hinten scheint es wieder heller zu werden. Ist alles vorbeigezogen schon wieder, erneut. Einfach kein Glück. Aber die Strukturen, die sind mir tausendmal lieber als Schäden. Ja. So. Jetzt werden wir dann gleich mal gucken. Nochmal aufs Radar. Bäume biegen sich da hinten ganz schön auf 90 Grad. Junge, Junge, Junge. Okay, jetzt habe ich einen Tropfen gespürt. Ja, es hält wieder auf. Ja, und so sieht es jetzt aus Richtung Süd aus. Aus Richtung Ost. Jetzt auch wieder ganz gut ab. Boah. Der Sonnenschirm macht sich hier lebendig. Boah, ich hab hier erst gesaugt, Mann. So, wir schauen mal aus der da. Oh, da ist gerade ein Ast runtergebrochen.
runtergeplumpst hier. Ist gerade ein Ast runtergeplumpst. Da. Ja, wir gucken nochmal aufs Radar. Boah. Lecco mio, Alter. Was ist, geht denn hier ab jetzt? Oh, Sonnenschirm kann man gleich als Ventilator benutzen hier. So, erstmal einen Kaffee. Prost! Okay, immer noch bis 17 Uhr. Ja. Das Gewitter Bahrain, was da vorher war, was zu uns gezogen wollte, ist auch kaputt gegangen. Schade. Was soll ich sagen, meine lieben Wetterfreunde? Ich bitte noch um etwas Geduld. Ja, er sagt zwar schwere Gewitter, ja, aber hier steht 50-50. 50%, 50%. Ja, das meiste ist schon wieder in sich zusammengefallen. Ihr seht es ja selber. Das war ein kompletter Streifschuss. Von Eichstätt jetzt weg. Das würde auch nicht mal bei den Gries treffen. Doch ein bisschen was. Doch ein bisschen würde bei den Gries was treffen. Hier diese Blitze da. Würde bei den Gries treffen. Aber das scheint mir nach einer Superzelle auszuschauen hier. Alter, bei Denkendorf, meine Schwester kriegt's wieder ab. Alter. Meine Schwester hat jetzt mittlerweile auch schon das 6., 7. Gewitter in diesem Sommer. Und immer in violetten Kern. Denkendorf. Denkendorf. Also meine Schwester ist dieses Jahr auch ganz gut bedient dort. Das, was ihr hier da so aufleuchten seht, diese gelben Punkte, was ihr das hier, was ihr jetzt hier so seht, das sind Einschläge. Das sind Blitzeinschläge, wenn die Punkte sich bewegen. Ihr seht das ja selber, wie das aufleuchtet. Ein paar, das sind die Einschläge. Das habe ich vor kurzem gelesen. Bei Wetter Online. Was das bedeutet, wenn die Punkte aufleuchten, das sind Einschläge. Also Denkendorf geht richtig ab wie Sau. Ja, die blitzt schon mal gar nicht mehr. Die ist auch ein Streifschuss. Ja, so viel zum Thema dazu. Gut, meine lieben Wetterfreunde, das war's. Tut mir leid, dass es wieder nicht geregnet hat und geblitzt hat und nicht gedonnert hat. Mal schauen, wie es am Samstag ausschaut, was da passiert. Ich hoffe, dass wir da dieses Mal einen Treffer kriegen. Hoffentlich auch nicht allzu spät. Und ansonsten, ich bitte noch ein bisschen Geduld. Ich hoffe, wir kriegen noch eins oder zwei Lagen in diesem Jahr, was wir noch mal filmen könnten. Ich weiß, es ist zurzeit enttäuschend. Ich wollte ja eigentlich mit meinen Kollegen raus zurzeit, aber
Funktioniert ja leider nicht. Zündet ja hier nicht. Geht ja alles kaputt oder es zieht hier alles nur vorbei. Kann ich nicht ändern. Deswegen noch ein bisschen Geduld, meine lieben Wetterfreunde. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich habe immer alles im Blick, aber es will hier einfach nicht. München ist einfach der Hotspot in diesem Jahr. Und ja, so ist es halt einfach. Bis dahin, bleibt's gesund, passt auf euch auf und ich melde mich wieder, sobald hier sich was tut. Macht's es gut, ciao ihr Lieben.